Die Autos werden ja hier in dieser Eau Rouge, da werden die Aufhängungen richtig zusammengestaucht. Kannst du es in G ausdrücken, in Kräften? Gut, vertikal ist ungefähr 2G, aber dann kommt ja noch die Seiung. Das ist aber Fisichella! Das ist auch wohl nach Eau Rouge. Boah, das war ein Motorschaden. Da hat es aber alles zerrissen. Es kann auch ein Getriebeschaden übrigens sein. Das sah jetzt ein bisschen nach Magnesium aus. Da hat es, aber ich denke, es ist doch eher der Motor gewesen, den es aber richtig zerrissen hat. Ja. Honda hat 3 Motorschäden an der gleichen Stelle. Genau, immer nach Eau Rouge, weil durch die Senke und die Fliehkraft und dann oben die Kuppe werden natürlich, wird die Motorschmierung natürlich in Leine. Jetzt ist eindeutig, es ist ein Motorschaden, kommt aus der linken Zylinderreihe. Aber am Schluss, da hat es wirklich alles zerrissen. Da kann er dann manchmal auch nicht mehr kuppeln, weil die ganzen Leitungen wegfliegen, wenn es ein Ding so zerreißt. Also diese Eau Rouge ist nicht nur eine Belastung für die Aufhängung, für das Ein- und das Ausfedern, sondern auch für die Motoren. Für die Schmierung, weil natürlich durch die Fliehkräfte und dieses Absacken, da kann schon mal die Ölpumpe ein bisschen Luft ziehen.